Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Transport Fever Season 2 hier auf meinem Kanal. Ja, ihr seht jetzt hier, unser Bahnbetriebswerk ist fast fertig. Wer den Livestream nicht gesehen hat, der wurde jetzt, also wenn die Folge rauskommt, ist der Livestream bestimmt schon einen Monat her. Ihr wisst ja, ich produziere ja vor. Und ich werde euch die Links zu den beiden Livestreams in die Videobeschreibung packen. Wer Interesse hat, wie ich das dann hier gebaut habe und so, kann sich das dann gerne nochmal in den Livestreams angucken. Es ist jeweils die ersten beiden 2 Stunden. So. Brauche ich ja hier eigentlich nicht weiter drauf eingehen. Da werden wir irgendwann mal, vielleicht werde ich auch im Offscreen hier noch ein bisschen was dann rumdekorieren. Ja, ansonsten ist das eigentlich alles soweit. Ganz nuggelig. So, ich habe jetzt bisher noch gerade noch gar keinen Plan, was wir eigentlich jetzt diese Folge hier machen wollen. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass wir eventuell unsere Intercity-Strecke hier weiterbauen wollen. Das können wir natürlich tun. Wir haben aber auch noch, haben wir noch freie Gleise hier eigentlich im Bahnhof? Ja, das Problem ist ja lieber, ja. Aber mit den freien Gleisen, der ICE, den könnte man hier aufpacken. Der ICE müsste auf die beiden Gleise und hier auf die beiden Gleise der Intercity. Dann könnte man ja auch halt eine Kreisbahn bauen. Hier parkt jetzt aber der komische Zug. Mal gerade gucken, ist da irgendwas. Also es werden noch 2 Gleise frei. Das ist natürlich jetzt eher schwierig. Was machen wir da? Kriegen wir den ICE auf die anderen beiden Gleise rüber? Der ICE kommt von den beiden Gleisen. Das heißt, er könnte hier auf das, ist kein Problem. Auf das Gleis, ja, ist schon irgendwie ein Problem. Müssten wir ja schon wieder richtig große Umbaumaßnahmen starten, damit der ICE auf dieses Gleis dann ja auch drauf kommt. Und dass er dann quasi weiterfährt hier parallel zu der Bahn und die Bahn quasi abgeht und wir dann hier die ICE-Strecke auf die beiden draufsetzen. Das wäre ja rein theoretisch möglich. Da müssen wir mal gucken, ob sich das lohnt. Hier kommt der TGV mit 326 Leuten an. Alter Schwede. Ist natürlich dann hier auch mächtig Betrieb an dem Bahnhof. Bin mal gespannt, wie viel es für 326 Leute gibt. Beziehungsweise, ob wir auch alle 23 aussteigen, ist ja auch noch eine 5,4 Millionen. Oh, Entschuldigung, Leute, ich bin immer noch ein bisschen krank. Steigen denn alle aus? Ne, 85 bleiben noch drin. Ja, jetzt wird es natürlich dann voll hier. Das ist natürlich schon krass. Dass jetzt hier so viele Leute aussteigen. Wir haben den TGV Hürth. Oh, den können wir nochmal verkaufen. Da steht noch 6 Millionen TGV Hürth drin. Ich habe den jetzt noch in anderen Farben. So, einmal in den. Und hier können wir jetzt, glaube ich, die Farben dann auch ändern. Weil wir den dann letztendlich haben wollen. Er fährt halt auch 300, hat die gleichen Abmaße. Alles gleich, nur man kann halt die Farben ändern. Das konnte man bei dem ja hier nicht. So, und er fährt auch mit 314 Leuten schon wieder los. Das ist ja der Wahnsinn. Wie sieht denn das bei den Bahnhöfen aus? Also hier sammelt er keinen Draht. Okay, da kommt der Zug natürlich jetzt auch gerade. Wo ist der denn hier? 197. Gehen ja schon gar nicht alle mehr mit. Ja, läuft. Also ich denke mal, die Strecke, die funktioniert. Da könnten wir ja fast noch einen TGV draufsetzen. Aber das warten wir erstmal ab. Wir müssen auf jeden Fall an der Intercity-Strecke hier irgendwas ändern. Ihr seht es hier. Hier fahren sie erstens schon mal da durch den Berg durch, weil er das scheiß Haus da hingebaut hat. Hier sind aber zu viele Leute. Hier warten schon 302 Leute. Und wenn er jetzt mal sieht, was hier alles so an Menschen durch die Gegend watschelt. Ja, sollten wir hier vielleicht mal drüber nachdenken, die Strecke zu erweitern und eventuell auch größere Züge draufzusetzen. Obwohl die ja schon ziemlich lang sind, ne? Man jetzt sieht, da kann 212 Leute transportieren. Nimmt jetzt zwar auch wieder einige mit, aber reichen tut es, glaube ich, auch nicht.
Ich würde mal sagen, wir bauen die Strecke erstmal bis nach Gottschdorf weiter. Dazu müssten wir dann aber hier mal warten, dass der Zug da rausfährt. Vollgas. Und noch kein neuer. Weil da müssen wir nämlich die Gleise einmal umlegen. So, fahren wir ein bisschen weiter weg. Perfekt. So, wahrscheinlich geht die Strecke gleich wieder völlig den Bach runter. Und die ICE-Strecke ja komischerweise dann auch. Müssen wir dann gleich nochmal gucken. So, dann würde ich jetzt mit den beiden dann auf die beiden Gleise raufgehen. Und dann müssen wir mal gucken, was wir da mit dem letzten freien Gleis machen. So. Fenster schlägt. Es zieht. Pack einmal da drauf. Hier drauf. Sehr schön. Müssen wir irgendwann auch mal wieder Güter noch machen. Okay, die Stadt kriegt ja Güter. Die könnten wir dann eventuell noch weiterziehen. Wo gehen wir hin? Wollen wir eine ebene Fläche? Hier können wir das. Ah, hier ist ein Hügel. Machen wir sie hier außen hin. Machen wir den Bahnhof hier außen hin. Ich muss mal ganz kurz mein Fenster zumachen, das schlägt ja die ganze Zeit. So, wieder da. Entschuldigung. Bauen wir jetzt hier mal einen Bahnhof hin. Nehmen wir denn. Oh, ich merke gerade, wir haben ja gar keine Dudelmusik an. Gar keine Dudelmusik an hier. Diese herrlich schöne Musik. So, was nehmen wir denn hier mal? Gottschdorf. Über den. 320 Meter Höchstgeschwindigkeit, na klar. Zweiter Straßenanschluss, na selbstverständlich. Warte mal gucken. Wir bauen den jetzt hier mal hin und dann überlegen wir uns mal, ob wir eventuell dann die Strecke nochmal weiterziehen. So, wie kommen wir denn hier ein bisschen. Tunnel. Tunnel ist immer so teuer. Aber ich habe mittlerweile wieder gut Geld. Aber so bleibt es schön ebenerdig. Zack. So, jetzt gehen wir hier danach. Basem dann einfach mit drauf. So, und das wird natürlich jetzt hier wieder. Eieiei. Aber da das hier eine Autobahnbrücke ist, so wäre das schon mal richtig, richtig, richtig Mist. Deswegen werden wir hier eine Brücke bauen. Das hat ja anders gar keinen Sinn. Sonst haben wir hier wieder nur Probleme, dass erstens die Autos da ewig warten und dann diesen komischen Terrain-Angleichungen wieder Probleme, dass hier wieder solche riesen Hügel drin sind. Bauen wir hier halt eine schöne Brücke hin. Unterführung würde ich zwar auch gerne machen, aber wir können es ja nochmal probieren. Aber ich glaube, dann wird wieder alles schwarz. Falsche Taste. Ja, bitter. Da haben wir da überall die schwarzen Wände und das auch bei allen anderen Tunnels. Oder? Nö, hier haben wir es nicht. Dann haben wir das wirklich nur jetzt bei da hinten. Dann stört mich das nicht wirklich, wenn die anderen alle in Ordnung sind. Ja, der kommt jetzt noch dazu. Aber auch nur irgendwie. Hä? Nur wenn der mit im Blickfeld ist. Sonst nicht. Okay, dann können wir das verkraften. Dann würde ich sagen, bleiben wir hier bei der Unterführung. Das ist dann eigentlich, denke ich mal, ganz in Ordnung. So. So. Können wir hier mal wieder so ein bisschen Terrain-Angleichung machen. Dann haben wir die Strecke auch schon weitergebaut. Na, geht das? Schon sind wir in Gottschdorf. Hier hinten kommt ja. Hier, wo geht nochmal unsere ICE-Strecke hin? Ah, die geht hier ganz hinten hin. Also die ganzen Strecken sind alle noch nicht angebunden. Man könnte hier echt schön mit dem Intercity so eine Rundstrecke machen, aber. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Wir lassen das erstmal so.
und ziehen die Strecke jetzt erstmal eine Station weiter. Da können wir auch locker zwei neue Züge da noch mit drauf packen. Mindestens. Die Signale habe ich noch nie benutzt. So. So. So, wenn wir jetzt die Strecke quasi erweitern. Nur sichtbar. Jetzt seht ihr schon wieder hier. Also er kommt nicht rüber, weil keine Weiche da ist. Aber das wird sich ja ändern. Zack. Das ist jetzt hier Gretem. Gretem. Dann fährt er noch weiter nach da. Dann fährt er wieder nach Gretem. Gretem, Gottstoff, Gretem. Und dann müsste das hier 7 sein, ne? Ja. So dürfte jetzt keinen vergessen haben. Müsste dann. Ja, mindestens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, passt. So. Da jetzt hier hinten gerade kein Zug ist, können wir hier auf jeden Fall schon mal einen reinpacken. Müssen wir mal gerade. Wo ist er denn? Nein, da nicht. Da. Da. Zack. Und. Zack. Müssen wir hier jetzt mal gerade einen bauen, dass er dann auch gleich losfährt, weil wir jetzt natürlich jetzt in dem Abstand keinen haben. Das heißt, wir schicken jetzt mal einen andersrum. Die sind jetzt zwar eh alle auf automatisch reparieren eingestellt, das heißt, nach einer Zeit werden die eh alle wieder andersrum fahren. So, 212 hatte ich, ne? Ich glaube, ein Erste Hilfe war, wollte ich gerade sagen. 214, kommt eine weg. Kommt der Schlusswagen daran. 200. Da hatte ich, glaube ich, keine zweite. Ich nur erste Klasse. Eine zweite Klasse. Gut, alles klar. 212. Klonen wir einmal. In den Gretem. Zack. Dann fahr du auch schon mal los. Hört ja kaum was von dir. Immer absolut leise, die Lok. So. Wo kommt denn jetzt der andere? Der erste kommt jetzt da. Ja, die werden sich dann schon irgendwie gleichzeitig eingrooven. Ich würde mal sagen, den schicken wir dann auch direkt los, wenn jetzt der andere losfährt. So, er lädt die ganzen Leute ein. Wenn wir sagen, schicken wir den jetzt auch los, dann fährt er durch. Der Abstand wird sich dann schon einigermaßen einpendeln. So, jetzt brauchen wir natürlich hier dann noch eine. Höre ich eigentlich von den Zügen fast nichts? Ist der so leise? Ah, ist ja komisch. So, hier kommt er nochmal. Der neue schon. Ja, seht ihr jetzt, dass er andersrum fährt. Man hört von dem Zug einfach doch die Türen gehen auf. Alles gut. So, dann kommt jetzt hier, was bietet sich denn hier an? Tram. Hier kommt eine Tramlinie hin. Ganz einfach. Ganz klassisch. Elektrifiziert. Jo. So. Tramlinie. Müssen wir mal über die Straße natürlich. Oh ne, das ist Busspur. So. Einmal hier außen lang. Können wir auf jeden Fall alle Leute einsammeln. Hier wieder runter. Perfekt. Und hier ans Ende können wir dann unser Depot ransetzen. Depot. Zack. Wir haben ja das auch im Modernen, ne? Nur das Moderne nehmen. Das Moderne ja auch nicht viel moderner aussieht. So. Mal die Haltestellen. So, wir fahren einmal hier hin.
Mal durch die Straße durch. Einmal hier oben lang. Also da sollte eigentlich wieder alles abgedeckt sein. Und unsere Leute ihren Weg. Zur Arbeit finden. Gut. Das ist, wie hieß das jetzt? Gottschdorf. Okay. Gottschdorf. Gottschdorf 1. Und einmal Gottschdorf 2. Nie gehört den Namen. Zack. Da lang, da lang, da lang, da lang, da lang, da lang und da lang. Und Gottschdorf 1 fährt hier lang. Zack. Was ist denn das hier? Leute, da könnt ihr nicht lang fahren. So geht's, aber warum kann ich denn den dann nicht mit hinzufügen? Hier keine. Doch, hier ist doch Tramgleis. So kann ich den da jetzt nicht hinzufügen. Aber geht doch. Und wenn ich jetzt in der Mühlenweg einen hinzufüge. Ja, jetzt auch. Ja, geht doch. Keine Ahnung, warum das jetzt gerade eben nicht ging. So, dann würde ich auch sagen, maximal 3 Züge pro Richtung. Wir können 60 Leute transportieren. Da reichen dann ja schon fast 2, um die Kosten ein bisschen zu reduzieren. Der Weg ist nicht elektrisch. Aufrüsten. Keine Parameter. Alles klar. Kaufen. Kaufen. Neues Depot. Nehmen wir wieder unser altbewährtes. Zack. 2 Trams in jede Richtung. Gottschdorf 1. Und Gottschdorf 2. So, haben wir Gottschdorf auch angebracht. Ihr seht jetzt hier schon, die ersten Leute kommen schon. Jetzt wird es langsam voll hier. Wir sollen diesen Zug doch bitte erneuern. Er ist 39 Jahre alt. Wir erneuern den Zug natürlich nicht. So, jetzt haben wir die Linie auch schon mal wieder ein bisschen verbessert. Und die Züge fahren. Hier scheint sich das Chaos auch nicht wirklich behoben zu haben. Hier allerdings jetzt gerade keinen. Auch der eine steht hier. Gibt es irgendwelche Probleme? Mit dem Habach. 270 Leute. Ja, ich weiß auch nicht. Also da können wir die Züge auch noch größer machen. Die werden immer wieder ausgelastet sein. Gut, ich sehe aber schon, wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Transport Fever Season 2. Bis denn. Ciao.